227 Tage arbeiten wir rein rechnerisch im Jahr, um alle Steuern und Abgaben bezahlen zu können. Österreich liegt damit im EU-Spitzenfeld. In dieser Folge schauen wir uns an, vor welchen Herausforderungen stellt das die Einzelnen. Wir leben von Woche zu Woche, was wir dann im Konto haben von den Umsätzen. Und an welchen Steuerschrauben gehört gedreht? Was mache ich mit diesem extrem teuren Pensionssystem? Was mache ich mit dem ineffizienten Gesundheitssystem, ineffizienten Bildungssystem? Außerdem, wie kann Österreich wettbewerbsfähig bleiben und was tun gegen den Arbeitskräftemangel? Ich kenne ganz viele, die wollen wirklich was dazu verdienen, aber wenn das so hoch besteuert wird, dann machen sie das nicht. All das in unserer Reportage Spezial. Trachtendesignerin Constanze Kurz hat endlich etwas Zeit, um sich um ihre Entwürfe zu kümmern. Das kommt selten vor, denn normalerweise hat sie mit Produktion, Verkauf und vor allem den Abrechnungen alle Hände voll zu tun. Da ist sie nicht allein. 9 Stunden pro Woche wendet nach Marketumfrage ein Unternehmen in Österreich für Bürokratie auf. Die Designerin hat nach mehreren Stationen im Ausland 2018 das Familienunternehmen Hanna Trachten von ihren Eltern übernommen. Seitdem ging es Schlag auf Schlag. Corona, Inflation und jetzt die Nachwehen. Mehr als ein Fulltime-Job. Feierabend gibt es bei mir nicht. Ist grundsätzlich auch okay, nur dieses ständige Existenzangst, schaffen wir es übers Monat, auch für die Mitarbeiter, vor allem dieser Unsicherheit, ist ganz, ganz schwierig. Wir leben von Woche zu Woche, was wir dann im Konto haben von den Umsätzen, und das überweise ich dann an Mitarbeiter, Abgaben und offenen Rechnungen. Ehrlich gesagt ist es so, dass ich übers Wochenende teilweise nichts habe, weil ich alles überweise, was ich im Konto habe. Es ist schon sehr, sehr herausfordernd. Auf der anderen Seite, der richtige Unternehmer findet einfach neue Wege. Aber es könnte schon auf einigen Richtungen einfacher sein. Und da fängt es natürlich auch bei den Gebühren an, die wir leisten müssen. Und das ist schon eine horrende Summe, die man jedes Jahr aufbringen muss. Nur damit man offen haben darf. Tatsächlich, die hohe Abgabenlast ist nicht nur etwas, was die Unternehmerin subjektiv als zu hoch empfindet, sondern sich auch in den nüchternen Zahlen widerspiegelt. Besonders bei den Lohnnebenkosten. Ökonominnen kritisieren das seit Jahren. Getan hat sich bislang wenig. Naja, was Steuerkahl betrifft, das ist quasi der Unterschied zwischen dem, was der Arbeitgeber zahlt für eine Person und was der Arbeitnehmer am Ende des Tages bekommt. Netto ist in Österreich dritthöchste unter der entwickelten Länder. Das ist natürlich ein in unseren Augen massiver Missstand, denn die Kosten sind sehr, sehr hoch. Die drücken die Arbeitsnachfrage und netto bleibt einem tatsächlich nicht viel. In Österreich ist der sogenannte Steuerkeil 2023 laut OECD-Berechnung bei 47,2% gelegen. Nur noch in Deutschland und Belgien war die Differenz höher. Im OECD-Schnitt liegt er bei 34,8%. Anders gerechnet, von einem Euro, den das Unternehmen zahlt, landen nur 53 Cent beim Mitarbeiter bzw. bei der Mitarbeiterin. Das heißt natürlich, der erste Punkt wäre diese Reduktion des Steuerkahls, ob durch Senkung der Einkommensteuer oder der Sozialversicherungsabgaben. Das erfordert einfach größere strukturelle Reformen. Auch Constanze Kurz ärgert sich über die hohen Abgaben. Sie hat 4 Mitarbeiter, die sind hauptsächlich Teilzeit angestellt. Doch mit den Lohnnebenkosten, die nicht einmal bei ihnen ankommen, kommt eine stattliche Summe zusammen, die sie erwirtschaften muss. Und zwar habe ich die Nettolohnkosten von 4.376 plus den Nebenkosten 1.2152 mal 15 fürs ganze Jahr sind 97.900. Und das jetzt durch ein Dirndl. Also 233 Dirndl müsste ich allein nur für die Lohnkosten zahlen, wo ich jetzt eigentlich 3 Mitarbeiter zu wenig habe. Und das ist ein Drittel von den Fixkosten, die ich allgemein habe, weil es sind noch keine Mieten dabei, keine Versicherungen. 15 Mal, weil man buchhalterisch üblicherweise Krankenstände, aber auch Überstunden einrechnen muss. Die doppelten Monate sind natürlich immer sehr belastend, weil wir den doppelten Umsatz eigentlich einfahren müssten. Und halt auch die
die Krankenkasse an sich, also 13. bis 14. Monat kann man nicht krank werden. Das ist eine Abgabe, die mich immer sehr, sehr aufregt, muss ich ehrlich sagen. Hohe Ausgaben der Staaten bestimmen unsere hohen Abgaben und wir können nichts mit den Abgaben machen, wenn wir die Ausgaben nicht in den Griff bekommen. Aber wir müssen uns vor allem darüber Gedanken machen, was mache ich mit diesem extrem teuren Pensionssystem, was mache ich mit dem ineffizienten Gesundheitssystem, ineffizienten Bildungssystem. Das ist nicht so, dass dort wenig Geld ausgegeben wird, aber die Ergebnisse passen auch nicht. Schweden hier ist ein gutes Beispiel, wo das Pensionssystem einfach viel, viel günstiger in den Staat kommt. Nicht zuletzt, weil die Menschen länger arbeiten. Die Bereitschaft in Österreich wäre da. Die Krux auch hier, die Steuern. Laut einer Market-Umfrage sagen 80%, dass sie länger arbeiten würden, wenn der Zuverdienst in der Pension steuerfrei wäre. Und 73% sagen, sie würden später in Pension gehen, wenn sie Zuschläge bekommen würden. Gleisdorf in der Obersteiermark. Renate Binder ist seit 13 Jahren in Pension. Die Pensionistin ist zwar gern im Wald oder mit Freunden unterwegs, doch nach 4 Jahren wird es der ehemaligen Bilanzbuchhalterin zu fad. Als der Ex-Chef wegen eines Jobs anruft, zögert sie nicht lange. Das war eine sehr rasche Entscheidung. Eine Nacht. Komischerweise, ich war zuerst skeptisch, weil doch neue Software, neue Hardware in der Zwischenzeit. Und aber komischerweise, weil man das immer gern gemacht hat, ist man gleich wieder drinnen. Die 64-Jährige ist eine Ausnahme, denn viele sehen nicht ein, wieso sie in der Pension zusätzlich Steuern zahlen müssen. Und auch Renate ärgert sich. Ja, das ist eigentlich die Negativseite an meinem Job, dass man das voll versteuern muss. Es wird dann am Jahresende mit meiner Pension miteinander zusammengeworfen und davon die neue Einkommensteuer berechnet. Und das ist dann schon sehr viel. Ein Beispiel: bei einer Bruttopension von 2000 Euro und einem Zuverdienst von 700 Euro muss man 263 Euro monatlich an neuer Lohnsteuer wegzahlen. Also mehr als ein Drittel. Ich kenne ganz viele, die wollen wirklich was dazu verdienen, weil die sagen, das wird mir echt Spaß machen. Ein paar Stunden, so wie es ich mache, mit den 30, 40 im Monat, das wird ihnen Spaß machen. Aber sie sagen, wenn das so hoch besteuert wird, dann machen sie das nicht. Und das ist eigentlich schade, weil es geht ganz viel Wissen verloren. Weil gerade Menschen mit einem bestimmten Alter haben halt einmal Erfahrung. Und das haben die Jungen nicht, wo sollen sie das denn her haben? Konstanze packt ihre Sachen zusammen. Sie pendelt einmal die Woche nach Salzburg. Dort hat sie ebenfalls ein Geschäft. Seit einem Jahr fehlt ihr eine Verkäuferin, deshalb steht sie selbst montags und dienstags im Laden. Tatkräftig unterstützt von der Mama. Hallo Mami, was war los gestern? Ja, eigentlich läuft es eh ganz gut. Man merkt schon die Nachfragen für den Herbst. Ja, super. Bei den Blusen brauchen wir jetzt wieder die mit den längeren Ärmeln und hochgeschlossen. Mhm. Und vielleicht auch wieder ein bisschen die klassischen, nicht nur Spitze. Okay. Ohne die Mutter, aber auch den Vater würde es nicht gehen. Ja, es ist aber auch in der Pension absolut schön, wenn man gebraucht wird. Und da hinkt unser System auch immer nach, weil sie reden seit Jahrzehnten, dass die Pensionisten, wenn sie dazu verdienen, nicht so von der Steuer belastet sind. Aber das erleben wir leider auch nicht. Hallo meine Liebe! Es ist vor allem die Familientradition, die Konstanze Kurz dazu motiviert, weiterzumachen. Auch wenn es derzeit alles andere als leicht ist. So, die Länge war gut. Ja. Uns gibt es seit 70 Jahren oder über 70 Jahren. Es hat die Omi gegründet. Meine Eltern haben alles gegeben. Und das ist schon mal ein großer Stolz, den ich weitertrage und erhalten will. Und für mich ist es auch der Erhalt der Geschichte, weil ich sehe mich als Erhalt unserer Historie. Aufgeben für Konstanze Kurz keine Option. Mit neuen Kollektionen, etwa für Hunde und Herren, geht sie in die Offensive. Wie geht es dir mit den hohen Steuern in Österreich? Hinterlass uns dazu gerne einen Kommentar. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wieso Kinderbetreuung immer mehr zu einem der Schlüsselfaktoren im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel wird. Sind in Österreich Job und Familie gut vereinbar? Und wie wichtig ist frühkindliche Bildung für den weiteren Lebensweg?
Also am besten unseren YouTube-Kanal abonnieren, dann bleibst du immer informiert.